Wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hallöchen. Ja, ich hatte mir dieses Stempelset auch gekauft. Das hatte ich euch im Haul gezeigt. Und ich habe da eine kleine Serie mit ETC-Karten mitgestaltet. Und die gehen zu mir ins Album. Die werden vertauscht und ich wollte sie euch einmal zeigen. Und eine würde ich ganz gerne mit euch gemeinsam machen. Mit diesen Motiven und das machen wir, wie ihr das ja kennt von mir, im Anschluss mit Musik. Diese ist die kleine Serie von drei ETCs, die machen sich auf den Weg zu jemandem. Und hier habe ich das mal ausprobiert, das hier ein bisschen geschwungener zu machen. Das finde ich mega, mega schön. Gott sei Dank mache ich mir ja mal Fotos davon, sonst weiß ich das gar nicht mehr, welche ich jetzt verschickt habe. Und welche ich dann behalten habe. So die drei gehen, machen sich auf den Weg und diese hier gehen in mein Album. Das Motiv hatte ich dreimal schon aus koloriert und ausprobiert. Das werden wir auch gleich machen, weil es am leichtesten ist auszuschneiden, wie ihr sehen könnt. Und aber trotzdem, wenn man mal genau hinschaut, ich weiß auch nicht, aber dieses hier sieht ein bisschen anders aus von den Wolken im Hintergrund. Und das habe ich hier unten hingesetzt mit den Stempeln noch dazu und zwei hellrosa Herzchen aus diesem hier, aus diesem Set. Diese hier habe ich dafür genommen und hier habe ich mich getraut, rot, richtig rot zu nehmen. Und ich finde, das sieht wirklich, wirklich ganz schön aus, oder? Was habe ich verwendet? Das Set. Das Schweinchen werden wir, glaube ich, nehmen. Oder wir machen das nochmal. Wir könnten auch das machen. Nein, wir nehmen das nochmal. Das ist so, ich liebe ja Schweinchen mit Herzchen, ist ja meins. Dann habe ich 91 Stück sind da drauf. Man denkt immer gar nicht, ich bin da mal super sparsam mit. Obwohl ich sagen muss, drei, wenn ich da jetzt 6 oder 9 drauf machen würde, dann würde das Schweinchen gar nicht mehr so in Szene gesetzt sein. Und das mit den zwei, das fand ich ganz cool. Das ist nochmal so ein Hingucker. 1, 2, 3 Herzchen sind dann drauf. Und hier sind auch 3. Irgendwo hatte ich, glaube ich, über 4 oder so. Hier zum Beispiel sind 2 und dann 2, 4, 6. 8, 9. Gut, kommt auch wieder hin. Ihr kennt mich ja mit der ungeraden Zahl. So, also da Stempelset, ein paar Herzchen. Ich verwende dafür dieses Distressed Oxide. So, ich packe mal so. Dann habe ich immer noch diesen Stencil, den benutze ich für Wolken absolut am liebsten, weil 4 unterschiedliche Seiten sind. Ihr werdet das im Video gleich sehen. Das macht schon eine Menge aus. Und dann habe ich schon mal vorbereitet, einmal ein Stück von dem Cardstock noch. Der ist von Faltkarten. Das, ich guck mal, was ist geschickter. Das ist geschickter, dann kriegen wir daraus 2. Dann sollten wir vielleicht 2 machen. Das ist ein Hinweis. Keine Ahnung. Gucken wir gleich mal. Und dann brauchen wir hier noch was. Ah, das ist super praktisch. Da kriegen wir nämlich auch 2 raus. Da muss ich jetzt nur noch den Rest fürs Motiv lassen. 1. Und noch 1. So. Wunderbar. So, kommen wir mit dem Stück dann aus, mit den Motiven. Dann machen wir doch die beiden. Das wird knapp. Das passt, das wird knapp. Gucken wir gleich dann mit Musik. So, dann habe ich hier auch noch ein paar Matzelschränke drauf gemacht, so wie ihr das von mir kennt. Und sonst haben wir das alles. Und dann würde ich sagen, ich mache ein bisschen Platz und dann fangen wir an mit dem Gestalten. Ich finde es immer super schade, also werdet ihr gleich auch sehen, wenn ich den Hintergrund mit der Wolkenstempel gemacht habe, würde ich ihn am liebsten so lassen, weil ich stehe da total drauf, wie der Hintergrund dann aussieht. Also, ihr werdet es sehen. Okay, also wir werden dann, ich habe hier noch ausgeschnitten, für den gucke ich mal, ob wir da vielleicht noch eins von den beiden Motiven mit draufsetzen.
Genau, also ein Easy-Peasy-Video, wie immer von mir. Ihr kennt das ja schon. Zwei ETCs werden wir jetzt gleich gemeinsam gestalten. Achso, vielleicht noch die Zickstifte habe ich dafür wieder verwendet. Einmal habe ich dafür, nein, nicht Blush, sondern, wo ist er? Teerose. Das ist das Schweinchen, das ist super, super schön. Und dann haben wir hier das Rot, das ist Red 20. Und Teerose hat 220. Das war's schon, mehr brauchen wir gar nicht. Und eine Wassertankpinsel. Und, ach doch, für die Flügel noch. Welches habe ich denn da? Thank you.
So, wie ihr sehen könnt, brauchte ich das erstmal gar nicht. Und wir haben wieder andere. Den Spruch zum Beispiel habe ich jetzt nicht hier, sondern den habe ich da. Nicht unten, sondern oben. Und das ist immer das, was ich ja ganz oft auch erwähne. Obwohl ich jetzt schon so viele ETCs gemacht habe, ich lege sie gleich nochmal einmal gemeinsam dahin, sind sie trotzdem auch von den Motiven und auch von der Gestaltung her ja gleich. Trotzdem, finde ich, sind sie unterschiedlich. So, jetzt gucken wir mal, wo wir jetzt das Herz hier noch hinsetzen können. Irgendwas möchte ich da ja noch hinsetzen. So. So, ja, das geht. Und hier, das sieht, machen wir auch nochmal. Also die roten Herzen gefallen mir wirklich sehr gut. Ich bin ja sonst nicht so dieser Rottyp, aber obwohl ich leicht Rotkastanie im Haar habe. So. Und über die Wolke. So, das gefällt mir besser. Und dann können wir hier noch einen dritten. Hier oben. Der muss auch so ein bisschen schräg. So, gefällt mir. So. Das war ganz schnell gemacht. Ihr habt auch gesehen, die Koloration war nicht so aufwendig. Mit den Zickstiften arbeite, gestalte ich am längsten, koloriere ich am längsten. Deswegen, ja, geht das immer ganz gut von der Hand. So, die zwei haben wir eben gemacht. Und die vier, die drei und diese vier waren ja schon fertig. So. So, und jetzt schaut mal. Die Hintergründe sind, wie gesagt, ja eigentlich im Prinzip gleich. So. Aber auch da sieht man Nuancen, ne? Das ist ein bisschen ein gelblich sticht mehr eher mit drin. Das ist eher pink. So, dann haben wir hier das Schweinchen, was wir hier auch gemacht haben, viermal und trotzdem immer bis auf die beiden, aber da ist die Farbe ja unterschiedlich, sonst sind sie unterschiedlich, diese vier Schweinchen. Dann haben wir den und den, da ist ein anderes Herz, da ist ein anderes Herz und hier habe ich einen anderen Spruch und hier habe ich es gebogen und mit Herzchen und hier habe ich es einfach oben und in schwarz gestempelt. Also, alle gleich, trotzdem unterschiedlich und genau das ist ja das, was ich immer als Anspruch für mich habe, dass es kein Abklatsch ist, sondern dass es alles immer, jede einzelne ETC-Karte ein Original ist. So, dann sage ich vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid und ich bin gespannt auf das nächste Video, was wir da machen und das ist schon ein bisschen Valentinstag angehaucht, ne? Man merkt, dass das Februar ist. Okay, ihr Lieben, macht's gut, bleibt gesund, bleibt kreativ. Bis zum nächsten Video. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Tschüss, tschüss.